Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel heute. Ich begrüße Sie herzlich hier im St. James's Park. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Fritz. Am Ball jetzt Dusan Tadic. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Im Tor Martin Dubravka. Fabian Scher. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Partie, der Führungstreffer, da ist er und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Miguel Almirón. Joe Linton. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Machen Sie das Tor. Gutes Tackling hier. Tadic. Balleroberung. Guimaraes. Trippier mit dem Ball. Trippier. Jamal Lascelles. Scher. Burn. Isak. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Ja, klasse. Zurückgespielt. Ist das das Tor? Tor für Newcastle United. Damit gehen sie mit 2 Toren in Führung. Mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Irfan Can Kaveci. Dzeko am Ball. Sebastian Szymanski. Jetzt Fred mit dem Ball. Wichtiges Tackling hier. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Joe Linton. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Durchgang 2 hat begonnen. Schöner Pass jetzt. Und er hat den Ball. Ah,
Almiron. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ball kommt gut. Tor, da ist es. Die bekommen heute nicht genug. Sie erhöhen damit schon auf 3 Tore Vorsprung. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Tadic. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Bruno Guimarães. Da wäre Platz für einen Konter. Miguel Almiron. Das könnte die Gelegenheit geben. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Hier noch. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Irfan Can Kaveci. Jetzt Dzeko. Dzeko. Pass wieder auf Kaveci. Ganz stark. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So eine Konterchance musst du konzentrierter angehen. Weg ist der Ball. Klasse Aktion. Den Ball spielt er gut. Brillant gemacht. Goal for the 4-1 jetzt also. Sean Longstaff. Er zieht ab. Tor! Er hat damit also den Doppelpack in diesem Spiel. Klasse Leistung. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt können sie den Konter ansetzen. So, was machen sie draus? Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Joey Linton. Verteidigt er den Ballbesitz. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Sie wechseln jetzt. Gefährlich! Da kommt er doch an den Ball und bringt ihn über die Latte. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Jetzt die Ecke. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.